Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Beim letzten Mal haben wir die Rapunzelwelt abgeschlossen und haben jetzt die Wahl zwischen Monstropolis und Arendelle. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gut, es gibt nur zwei Stufen Unterschied. Das heißt, es ist, glaube ich, egal, welche Welt ich zuerst nehme, oder? Auch auf die Gefahr hin, dass ich es bereuen könnte, aber no risk, no fun. Im Moment. Ich erkenne die beiden Welten nicht mal. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich fliege hier hin. Also das sind wahrscheinlich von Disney-Filmen, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich irgendwelche computeranimierten Filme, weil die computeranimierten Disney-Filme, die habe ich fast nicht gesehen. Das heißt fast nicht. Die habe ich nicht gesehen. Der einzige Film, den ich teilweise gesehen habe, ist von Rapunzel. Und wo muss ich jetzt hin? Da lang? Das heißt, ich muss hier in das Ding. Hoffentlich. Nicht, dass ich jetzt falsch fliege. Wow! Das sieht übel aus mit diesem ganzen Vulkan. Boost! Ich will nicht gegen euch kämpfen, nein! Dann kämpfe ich gegen euch. Wird wahrscheinlich eh sterben. Ah, ich muss einstecken. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Stufe 10, ach, kann man das beenden? Kampf abbrechen. Kampf interessiert mich kein Stück. Okay, ich glaube, ich fliege gerade richtig. Geld, alles meins. Und ich fliege falsch. Rückwärtsgang. Das heißt, ich muss da lang. Ach, ich bin doch so doof, dass... Das ist doch schon so eine Zielflagge. Warum fliege ich nicht zur Zielflagge? Ach, egal. Genießen wir noch ein bisschen die Aussicht hier. Ach, wie heißt das hier jetzt nochmal? Es kümmert mich so wenig, dass ich immer vergesse, wie es heißt. Wie es heißt. Leck mich doch. Hab keine Lust. Da will ich hin. Hier, Space Shuttle Mission. Was weiß ich. Ich weiß gerade nicht. Ich kenne gerade den Namen nicht. Ich bin gerade irgendwie zu doof. Ihr wisst, was ich meine und ihr wisst, wie es heißt. Und ich weiß es normalerweise auch, aber jetzt gerade weiß ich es nicht. Oh, hier wird alles eisig. Oh, mein Geld, alles meins. Okay. Wow! Ich bin natürlich so blöd und lenke genau in die Minen rein. So, jetzt muss ich ein bisschen langsamer fliegen. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Schneeflocke. Ist doch nicht euer Ernst.
Okay, nein. So muss ich euch Gegner vernichten, oder wie? Ich glaube, ich werde failen, weil ich nicht weiß, was ich ja überhaupt angreifen muss. Killt euch gegenseitig. Oh Mann, ich verliere. Der hat noch nicht einen einzigen Schaden bekommen, glaube ich. Oh, Sturzflug auf mich. Ich bräuchte Energie. Nicht irgendein Special oder so. Irgendwie habe ich ihm gerade Schaden gemacht, ich weiß aber nicht wie. Ja, irgendwas habe ich glaube ich gerade zerlegt. Muss ich echt die Eiszapfer angreifen? Ah, Homing. Ich will nur ein bisschen Lebensenergie, mehr nicht. Ah, gut, ein bisschen Energie hinzubekommen. Ich glaube wirklich, die Eiszapfen sind meine Opfer. Meine Opfer, sage ich schon. Ja, er packt seine Megakanone aus. Oh. Da drauf halten und ausweichen. Ja, jetzt habe ich langsam den Dreh hier raus gegen den Typen. Ja, hab da. Wenigstens da haben sie Innovativität reingepackt. Auch wenn das jetzt nicht für mich spricht, aber wenigstens spricht das fürs Spiel. Okay, nächster. Weg mit euch! Ich werde besser, wie geil. Ja, da reiße ich mein dreckiges Maul auf und schon fail ich. Ab. Ich glaube, ich bin gerade von irgendwas getroffen worden. Ja, da hocke ich ja ewig dran an den. Ich wette, ich kann irgendwie meine Waffe verstärken. Oh. Der hat gesessen. Nee, jetzt ist das genauso ein nerviges Gepiepe wie bei Pokémon. Wenn der mich nochmal mit diesem Laser erwischt, bin ich Tofu. So wie jetzt zum Beispiel. Moment, jetzt habe ich volle Energie, oder? Ja. Ich bin, glaube ich, mit zu wenig Energie hier reingegangen in den Kampf. Ey. Haut ab. Ja. Kann sein, dass die so hardcore hier sind wegen der Kampfstufe. Ausgewichen, haha. Nein, das hätte ich fast reingelenkt. Laser kannst du sonst wo hinstecken. Aha. Ich werde es euch zeigen. Ausweichen wie ein junger Gott.
Und da kriege ich schon den nächsten Schlag ab. Nach oben hin, ja. Ja. Vielleicht sollte ich die Dinger hier ausschalten, bevor sie auf mich losstürmen. Nein, ich habe nicht aufgepasst, ich habe voll viel Energie verloren. Ab. Muss das jetzt irgendwie wieder ausgleichen, meinen immensen Energieverlust. Ja. Oh. Ah, wow, wow, wow. Schön ruhig bleiben, Kollegen. Ich weiß, dass das hier eine höhere Kampfstufe hat als das andere Gebiet, aber ich will hier zuerst hin. Das ist vielleicht eine Hardcore-Nummer, die ich hier gerade vorhabe, aber egal. Okay, ich glaube, ich stelle mich gar nicht so blöd an. Nein, Latza. Der hätte mich fast gegrillt. Ja, komplette Zerstörung. Totale Zerstörung. Da kommen schon die nächsten. Haut ab. Laser unten. Ja, ausgewichen. Natürlich treffe, lasse ich mich treffen. Natürlich. Ist ja nicht so, als ob ich irgendwie ausweichen könnte oder so. Nö. Ein Laser. Ich rotte euch aus. Und da. Ach. Ja. Noch eins zerstört. Nee. Noch eins zerstört, gut. Wahrscheinlich haben diese ganzen Eisklumpen, Eiszapfen, eine bestimmte Anzahl an Lebensenergie. Nein! Haut ab, nicht jetzt! Ah, ich flieg voll rein, ich blinde Nuss. Haut ab! So, der ist der Letzte. Weg da! Ja! Geschafft! Oh nö! Jetzt du mich... Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das kriege ich so nie hin. Nie im Leben. Dann versuchen wir es anders. Dann werde ich wohl mein Gummidolch. Mein Gummizeug irgendwie verstärken müssen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht ausstehen, aber gut. Gib her den Scheiß. Mir egal, wo es hinkommt. Feuerkraft minus 20%, nee. Oh.
Moment. Ich will den Scheiß da weg haben. Ich bräuchte mehr Lebenskraft. So ein Cockpit. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Wahrscheinlich baue ich gerade irgendeinen Müll zusammen. Achso, jetzt weiß ich, glaube ich, wie es funktioniert. Kann man hier schon, schon bestehende Dinge bewegen? Da wird wohl was gebracht haben. Ich verstehe das hier überhaupt nicht. Ich will das schon bestehende Stück nehmen und woanders hin verfrachten. Scheiß auf die Farbe. Oh ja, von mir aus. Was weiß ich, wie das heißt. Ja, die mache ich hier fertig. So, ja, ist mir egal. Wie fliege ich mit dem Ding jetzt? Mit dem Ding soll ich fliegen? Stark ist denn das andere? Och, ich will doch nur zu dieser Welt. Ja, von mir aus fliege ich hier mit dem Ding. Das sieht so bescheuert aus. Hoffentlich bringt das wenigstens was. Okay, es sieht so bescheuert aus. Wow! Was zum... Oh, wie geil. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist geil. Okay, ich kann Kollegen beschwören, so mehr oder weniger. Nee, ich will den Dreck da nicht. Den Typen da herausfordern. Ich will nur da hinten hin, mehr nicht. Toll, verschwende ich den ganzen Part für den Blödsinn hier. So, das ist meine Spezialwaffe oder so. Ja, da hinten, da will ich hin. Gegner.
Toll, jetzt ist der Gegner nicht da. Jetzt habe ich mich extra umgebaut. Ah, ich habe übrigens gerade auf der Karte gesehen, der Gegner war hinter mir. Toll! Ganzen Part verschwendet für nichts und wieder nichts. Egal. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. Hm? Oh. That girl, she looked so sad. I wonder what happened. Maybe the Heartless? We should talk to her. Do you think the Heartless are after her? Oh, die Musik hier ist so schön, wow. Und ich glaube, ich kenne diese Figur. Die ist aus... Ich kenne den deutschen Namen von dem Film nicht. Der englische lautet Frozen. Wie heißt der Film auf Deutsch nochmal? Die Eisprinzessin, glaube ich. Ich weiß nicht, wie diese Figur heißt, aber ich glaube, in dem Film kommt ein Schneemann namens Olaf vor. Das weiß ich deswegen, weil genau diesen Schneemann haben wir in unserem Garten als Figur. Ja, und wir haben übrigens viele Gartenfiguren. Wir haben auch Dick und Doof als Gartenfiguren, also... Naja. So, ich wollte mein Schlüsselschwert gucken. Immer und ewig. Gut, ist ein magisches Schwert, aber gut. Ist sonst noch was? Blitzraspange. Abaskette, die ist geil. So, gucken wir uns mal mein Schwert an. Was ist das? Oder das? Das da ist es, immer und ewig. Gut, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Gegner. Jetzt habe ich diesen Part damit verbraucht, irgendwie mit meinem Raumschiff irgendwie durch die Gegend zu fliegen und zu failen, aber... Habe ich jetzt irgendeinen Gegner, wo ich diese Formänderung testen kann? Ah, perfekt! Komm her! Ich will die Formänderung. Ja, Illusionsstab. Ist das eine Blume? Wie ging das nochmal? Ah, so. Nein, falsche Taste!
Wow, überhaupt nicht übertrieben. Und einige haben sogar überlebt. Okay, ich verstehe diesen Illusionsstab noch nicht so wirklich. Ach, du schon wieder, Fräulein. Hallo? Okay, ich glaube, die Kampfstufe ist doch etwas übertrieben. Na gut. Wenigstens weiß ich, mit der Taste kann ich Abbilder machen. Ich kann damit ballern. Achso, alle ballern. Los, greift alle an. Okay, ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Hammer. Und der Stab hier auch nicht schlecht ist. Das könnte doch eine Herausforderung werden, weil hier die Kampfstufe doch etwas höher ist als angenommen. Aber egal. Aua. Ist ein Wasserzipfel oder so. Unertropfen. Gut, perfekt. Ey, ey. Nein! Ist diese Wasserzipfler loswerden? Die nerven gerade irgendwie. Haut ab! So, jetzt packe ich meinen Hammer aus. Komm, hol das Lasso aus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Donald hat, glaube ich, ein Level-Up. Wer ballert auf mich? Du! Der Schabracke. Wie ging das mit dem Kreis, oder? Nee, irgendwie habe ich es gerade versaut. Ich wollte ihn in die Luft schmeißen. Irgendwo ist da noch einer, oder? Oder? Da oben! Du wagst es, dich von mir zu verstecken, Fräulein. Oh, die Welt gefällt mir, die sieht schön aus. Was ist das da? Gut, ich glaube, beim nächsten Mal werde ich mich weiterhin in dieser Welt umgucken. Ich weiß, die Kampfstufe und so, dass das wahrscheinlich die Welt ist, in die ich noch nicht gehen soll, aber... Was soll's? Gewürzgurke? Ich brauche viele Gewürzgurken. Käse. Käse ist immer gut. Es sei denn, es ist Schimmelkäse. Schimmelkäse ist nicht so gut. Verlegen, ja, von mir aus. Och, mag eigentlich keine Pilze. Ich kaufe so viel Blödsinn, nur dass ich irgendwann mal richtig krass kochen kann. Gut. Dann will ich hier den Part beenden. Das war Kingdom Hearts 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.